Ja, hallo. Ja, wir sind jetzt hier auf einem Friedhof, auf einem jüdischen Friedhof. Ja, mitten in der Natur, umzäunt von Feldern, vielen Bäumen, alten Baumbestand. Und dann gucken wir uns den jetzt mal an. Gucken wir mal nach vorne, schauen wir mal. Jetzt mal so jeden Grabstein mal so ein bisschen anschauen. Ah, hier unten. Oh, schaut mal. Jakob Oster, gestorben am 5. März 1915. 83 ist er geworden, ne? Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Auch hier ein alter Grabstein. Da ist nicht mehr viel zu erkennen. Ja, und hier oben legt man immer mal so einen Stein drauf auf dem Grab. Die Grabsteine. So eine jüdische Tradition und guck mal hier, der ganz alte Grabstein. Da ist ja auch nicht mehr allzu viel zu erkennen. Gehen wir erstmal hier so vorne rum. Auch hier gar nichts mehr so zu erkennen. Schöne alte Steine. Auch hier sieht doch herrlich aus. Ich hoffe, das kann man erkennen mit diesem Grün. Ja, und dem Moos, der hier oben sich so ein bisschen schon breit gemacht hat. Ja, hat er Jahrzehnte Zeit gehabt, um sich zu entfalten. Und hier steht, hier ruht Jakob Herz, geboren am 27. Dezember 1832, gestorben am 25. April 1910. Ist die Regina Herz, 1834 geboren, Entschuldigung, gestorben im November 1926. Ja, die sind alle recht alt geworden, ne? Wenn ich das jetzt mal so überblicken kann. Ja, auch hier schön mit den Steinen hier oben drauf. Auch hier, der sieht doch fantastisch aus, der Grabstein. Herrlich. Wunderschön. Na, hier ist nur noch der Sockel, da ist nichts mehr zu erkennen. Hat schon so seine Jahre hinter sich. Hier die Sehne, die drei sehen ein bisschen gleich aus. Vielleicht ist das so von der Familie, dass sie dort sich den gleichen Grabstein haben aussuchen wollen. Ah, guck mal hier. Schaut mal. Das sehen. In dem Loch. Dann, ja, großer Brummer, ne? Wollen wir ihn nicht weiter stören, den großen Brummer. Schön, schön im Schatten. Auch ein sehr schöner Grabstein. Georg Meyer. 23. Juli 1867 geboren. Gestorben am 15. Oktober 1926. Und schaut mal, wenn jetzt hier so reingeht. Da ist versteckt ein Grabstein. Da ist leider nicht mehr allzu viel zu erkennen. Da sind leider ein paar Kratzer drauf.
Aber ich glaube, unten steht 1906, also 1875. Ich glaube, es ist 1906. Auch hier. Auch was hat auch was, oder? Der Moos da drauf. Schauen wir nochmal hier so rum, ob wir noch was finden. Aber ich glaube, dass hier vorne sind die letzten gewesen. Ja, vielleicht ging der Friedhof hier mal weiter. Oder war gedacht, dass er dort weitergeführt wird. Auch ein sehr, sehr interessanter Grabstein. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ich schau mal, vielleicht stand hier so in der Mitte vielleicht eine Tafel oder eine Skulptur oder irgendwas. Hm? Weil man ja auch keine Inschrift sieht. Da wird bestimmt, ich schau mal, ob man irgendwelche. Ja, wenn man so schaut, ne, guckt man, man sieht hier, da hat wohl mal eine Platte vorgestanden oder hing da, weil da sieht man noch so ein bisschen die Übergänge, dass hier mal was geklebt worden ist, dass mal eine Platte vorstand. Ein schöner kleiner Friedhof. Ja, alle so um 1920, 1925 gestorben. Sehr schöner Spruch. Du hast viel Liebe gesät und darum auch viel Liebe geerntet. Das ist ein schöner Satz. Gütig und milde war sie alle Tage ihres Lebens, Helferin in Zeiten der Not. Auch sehr schön. Sein rechtlicher Lebenswandel sicherte ihm die Liebe seiner Mitmenschen. Ja, das war so ein kleines Video von einem jüdischen Friedhof. Wir haben ja schon einige jüdische Friedhöfe besucht. Ja, schaut mal da unseren Videos nach, vielleicht ist da was Interessantes für euch dabei. Abo wäre super, ne? Dann verpasst ihr nichts, wenn ihr auch noch die Glocke aktiviert. Kommentar, da werden wir uns auch mega drüber freuen. Vielleicht kennt jemand diesen Friedhof, hat ihn erkannt. Ja, vielleicht ist jemand der Zuschauer dabei, dessen Verwandte vielleicht hier liegen. Und ja, wenn ihr der ganzen Sache noch einen Daumen nach oben geben würdet, ist jetzt nicht zwingend notwendig, aber wir würden uns darüber freuen. Ja, dann sehen wir, dass ja, unsere Arbeit, die wir hier machen, unser Hobby, dass es auch anderen Leuten gefällt. Ja, dann verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!